Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit meinem absoluten Lieblingsthema. Wie ich euch schon versprochen habe, werden wir auch Kosmetik rühren, aber wegen der aktuellen Situation rühren wir heute ein Desinfektionsspray. Bevor wir anfangen, möchte ich ein, zwei Wörter über das WHO-Rezept erzählen. Hier seht ihr die offizielle Webseite. Die Seite verlinke ich euch in der Infobox. Die WHO stellt uns zwei verschiedene Rezepte zur Verfügung. Eins mit Ethanol und eins mit Isopropanol. Hier könnt ihr die Zutaten sehen und auf der rechten Seite stehen das Zubehör, die wir dazu benötigen. Ein paar Wörter über das Glycerol und Hydrogenperoxid. Glycerol ist nichts anderes als Glycerin. Es soll verhindern, dass der Alkohol deine Haut austrocknet. Glycerin kommt auch in deiner Haut vor. Es zieht das Wasser an und es hat eine hydratisierende Eigenschaft. Das Wasserstoffperoxid ist in dieser Rezeptur keine aktive Zutat, sondern es hilft nur, die kontaminierten Bakterien zu deaktivieren. Hier seht ihr die beiden Rezepte mit genauen Milliliterangaben für 10 Liter und die Herstellungsschritte, wie ihr das machen sollt. Ich habe das Rezept schon für euch in eine kleinere Menge umgerechnet. Dann werden noch die Prozentzahlen gezeigt. Hier seht ihr, dass das Endprodukt 80% Alkohol hat, 1,45% Glycerin und 0,125% Hydrogenperoxid. Dann sagt noch die WHO, dass das Produkt wegen dem hohen Alkoholgehalt entzündlich ist und auch, dass man die Flasche etikettieren sollte. Zum Duft noch ein, zwei Wörter. WHO lässt Duft aus, weil es bei einigen Menschen allergische Reaktionen auslösen könnte. Ich habe aber keine Allergien gegen Duftstoffe, also in meinem Rezept ist es drin. Ich denke, viele von euch haben eine Waage zu Hause, aber wahrscheinlich nicht so einen kleinen Messbecher, womit man so kleine Menge herstellen kann. Deswegen habe ich für euch das ganze Rezept in Gramm umgerechnet. So kann man zu Hause viel einfacher das Mittel mit einem Glas und einem Löffel herstellen. Hier seht ihr nochmal das Rezept der WHO in 10 Liter und auch in 100 Milliliter umgerechnet. Erstmal mit Ethanol und das gleiche nochmal mit Isopropanol. Und noch ein bisschen Chemieunterricht, damit ihr wisst, wie das Ganze gerechnet wurde. Wie wir im Chemieunterricht gelernt haben, jeder Stoff hat eine andere Dichte. Nicht so einfach wie beim Wasser, dass ein Liter ein Kilogramm ist. Sondern beim Ethanol seht ihr zum Beispiel, ein Milliliter wiegt nur 0,789 Gramm und zum Beispiel ein Milliliter Hydrogenperoxid wiegt 1,7 Gramm. Jetzt bitte keine Panik kriegen, ich habe schon alles für euch ausgerechnet. Und hier ist das Ergebnis, aber noch ohne Duft. Und dann mein Rezept mit Duft. Ich mische ätherisches Kampferöl rein. Ich finde, das riecht angenehm medizinisch. Und die Ölmenge ziehe ich natürlich von der Wassermenge ab. Nach dem Chemieunterricht können wir jetzt das Spray rühren. Ich habe mir das Rezept ausgedruckt und die Ölmenge von der Wassermenge abgezogen. Als erstes wiege ich alle Zutaten ab, den Alkohol, dann das Wasserstoffperoxid, das Glycerin und auch das Wasser.
Das ätherische Öl kommt am Schluss. Jetzt können wir unseren Mischbecher nehmen und gießen wir erstmal den Alkohol rein. Dann wird das Wasserstoffperoxid darin aufgelöst. Und nachher wird das Glycerin genauso dazu gemischt. Wenn die Zutaten schön homogenisiert sind, gießen wir noch das Wasser rein und rühren nochmal um. Und hier kann ich schon gut erkennen, die Flüssigkeit ist 100 Milliliter geworden. Noch eine schlechte Nachricht kurz. Wodka kann man nicht benutzen. Wodka und Gin und ähnliches haben nur ca. 40% Alkoholgehalt und nicht 80%. Am Schluss noch das ätherische Öl, wenn jemand möchte. Ich sehe oft, dass viele Teebaumöl verwenden wegen seiner desinfizierenden Wirkung. Aber ganz ehrlich, nehmt euch, was ihr möchtet. Auch Lavendel oder egal welches Öl, neben 80% Alkohol hilft das Teebaumöl nicht. Das Fertigprodukt wird jetzt in die Flasche abgefüllt und hier kann man schon erkennen, dass die Flüssigkeit 100 Milliliter geworden ist, trotz dass sie nur 84, irgendwas Gramm wiegt. Wie die WHO uns empfohlen hat, etikettieren wir noch die Flasche. Man kann noch die Inhaltsstoffe und das Herstellungsdatum auf die Etikett schreiben. Und somit ist unser Desinfektionsmittel fertig. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.